Yo Leute, was geht ab? Willkommen hier auf meinem GuideMe-Kanal. Ich bin der Steven und ich habe 4 Tage hier in Antalya verbracht. Und was diese türkische Hafenstadt zu bieten hat, das zeige ich euch jetzt mal. Wenn ihr in Antalya am Flughafen ankommt, könnt ihr von hier aus mit dem Shuttlebus in die Stadt fahren. Die Fahrzeit beträgt ca. 45 Minuten und kostet ca. 3 Euro. Das Atatürk Museum, das seht ihr hier hinter mir, befindet sich in der Nähe der Altstadt und es thematisiert das Leben und den Einfluss von Atatürk. Der Eintritt ist kostenlos. Und das Hadrianstor, das ihr hier hinter mir seht, ist das einzig erhaltene antike Eingangstor zur Altstadt von Antalya. Das Hadrianstor wurde im Jahr 130 nach Christus erbaut und ist 8 Meter hoch. Der Hidirlik-Turm, den seht ihr hier hinter mir, das ist eines der ältesten Bauwerke hier in Antalya. Der Hidirlik-Turm wurde im 2. Jahrhundert erbaut und ist 14 Meter hoch. Der Karalioglu-Park ist der ideale Rückzugsort, wenn ihr von dem ganzen Trubel in der Stadt ein bisschen Abstand nehmen wollt. Im Karalioglu Park könnt ihr diese wundervolle Aussicht genießen oder einfach nur ganz gechillt spazieren gehen. Die Hand, die ihr hier hinter mir seht, befindet sich ebenfalls im Karalioglu Park. Hier könnt ihr auch ganz gechillte Instagram-Bilder machen. Der alte Bazar gehört auf jeden Fall zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten hier in Antalya. Hier bekommt ihr jede Menge Fake-Klamotten, Geldbeutel, Handtaschen etc. Und die Preise sind in der Regel alle verhandelbar. In der Umbrella Street findet ihr jede Menge Cafés und Restaurants. Aber die Mitarbeiterin aus dem Hotel, in dem ich wohne, hat mir davon abgeraten, hier zu essen, weil die Preise sehr überteuert sind und Touristen hier oft abgezogen werden. Der Dudenwasserfall, den seht ihr hier hinter mir, der befindet sich im Osten von Antalya und der ist 40 Meter hoch und kann alternativ auch mit einer Bootstour besichtigt werden. Und die Quelle des Dudenwasserfalls, die befindet sich im Norden von Antalya. Um den Dudenwasserfall zu besichtigen, müsst ihr keinen Eintritt bezahlen und er ist rund um die Uhr zugänglich. Wenn ihr in Antalya seid und einen richtig guten türkischen Kaffee haben wollt, dann findet ihr den bei Yemen Kavesi. So sieht er aus, der türkische Kaffee. Und wird hier noch mit ein bisschen Schokolade und einem Wasser serviert. Den solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen, wenn ihr hier seid. Und auf jeden Fall solltet ihr euch auch das Streetfood gönnen hier in Antalya. Ich habe mir jetzt so einen Tavuk-Döner geholt und zusammen mit der Sprite kostet das 23 Lira. Ja. Also guten Appetit. Wenn ihr in Antalya richtig guten Fisch essen wollt, macht ihr das am besten hier hinter mir bei Aya Mahanese. Das hat die Mitarbeiterin aus dem Hotel mir empfohlen. Ja, das würde ich auch euch weiterempfehlen. So sieht das aus. Oktopus mit Garnelen und einem Salat sowie ein bisschen Brot. Auf jeden Fall mega lecker und das solltet ihr euch auf jeden Fall gönnen, weil ihr das verdient habt, Leute. Also guten Appetit. Und natürlich solltet ihr euch auch hier in der Türkei einen guten Nachtisch gönnen. Und zwar am besten hier hinter mir bei Halaksaray. Da kriegt ihr die mit Abstand besten Süßspeisen hier in Antalya. Ich habe mir jetzt hier 2 Kadayif geholt. Die Kadayif bestehen aus Mandeln, Walnüssen und Zuckersirup. Und obwohl sie aus den arabischen Nachbarländern kommen, erfreuen sie sich hier in der Türkei sehr großer Beliebtheit. Die solltet ihr euch auch auf jeden Fall gönnen. Und Simit Panir ist ebenfalls sehr beliebt hier in der Türkei und findet ihr auch an jeder Ecke. Ja, das ist ein Gebäck, bekommt ihr aber auch mit Nutella oder Käse belegt. Ja, oder einfach unbelegt, so wie ich das jetzt hier genommen habe. Wenn ihr nicht in einem Restaurant essen wollt, sondern lieber selbst kochen wollt, solltet ihr euer Essen auf jeden Fall auf dem Wochenmarkt kaufen. Auf dem Wochenmarkt von Antalya bekommt ihr alle möglichen Lebensmittel frisch vom Feld. Und wenn ihr euch für die antike
Geschichte von Antalya interessiert, dann solltet ihr auf jeden Fall die antike Ruinenstadt Perge besuchen. Die antike Ruinenstadt Perge liegt im Nordosten von Antalya und wurde 1200 vor Christus gegründet. Perge ist heute Weltkulturerbe. Und einen Teil der bedeutsamsten Funde, die man hier gemacht hat, die werden heute im Museum von Antalya ausgestellt. Und der Antalya-Schriftzug, den ihr hier hinter mir seht, der befindet sich vor dem Selekler Shopping Center. Ja, da könnt ihr auch wunderbare Instagram-Bilder machen. Der alte Hafen von Antalya liegt nordwestlich der Altstadt. Den solltet ihr unbedingt besuchen und am besten kommt ihr hier spät nachmittags, da ihr hier einen phänomenalen Sonnenuntergang erleben könnt. Ihr könnt hier aber auch eine Bootstour buchen bei verschiedenen Anbietern, die euch dann zu verschiedenen Sehenswürdigkeiten fahren. Wenn ihr noch mehr über Antalya erfahren wollt, dann könnt ihr gerne einen Blick in die Videobeschreibung werfen. Da habe ich euch noch ein paar Sehenswürdigkeiten aufgeschrieben, die ich jetzt hier in dem Video nicht thematisiert habe. Ihr könnt auch gerne einen Blick auf meine anderen YouTube-Kanäle werfen, die ebenfalls alle in der Videobeschreibung ganz unten verlinkt sind. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen oder eventuell eine Sehenswürdigkeit in die Kommentare schreiben, damit auch andere sich daran erfreuen können. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.